Willkommen zurück bei Let's Play IP, Folge 11. In der letzten Folge haben wir verzweifelt versucht, den Schlüssel zu finden und Dewey hat gemeint, das hätte Auswirkungen auf das Ende, weil den Schlüssel kann man finden, aber ich war irgendwie zu doof und zu panisch. Aber wir nehmen unser Ende so, wie es kommt, denn es gibt verschiedene Enden. Richtig? Darauf hat er nur gewartet. Ja. Gary? Hä? Davon habe ich ja noch nie gehört. Kannst du mir die Details sagen? Nein, nein, ich werde niemandem davon erzählen. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Gary. Was? Das glaube ich nicht. Wirklich? Meinst du das ernst? Weil das erschreckend ist und ekelhaft. Wer würde das mit einem Mädchen tun? Wenn ich das gesehen passieren sehen hätte, hätte ich ihm meine Meinung gesagt, ganz sicher. Ich will nicht, dass Gary was passiert. Ein heißes Ornament. Gary. Gary. Troubled? Wie soll ich das denn jetzt übersetzen gerade? Du hattest Ärger. Ja, du hattest Ärger? Das Gefühl kenne ich. Manchmal fühlt man sich einfach vollkommen hilflos. Du kannst nicht wegrennen. Und es geht auch. Und es wird auch nichts besser. Ich frag mich warum. Seufz. Gary! Ja, das funktioniert auch. Es ist gut, wenn man nicht denken muss. Einfach die schlechten Dinge vergessen. Oh ja, da hast du vollkommen recht. Er redet mit sich selbst. Ist das wirklich Gary? Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Vielleicht ist der ein Fake. Ich meine, der echte Gary würde doch nicht hier sein, oder? Denkst du nicht auch so, Ip? Ip? God's name. Ich hätte auch ganz dreist auf Once More Ip? Ich... Ip, warum bist du hier? Nee, auf keinen Fall! Ich weiß nicht, was vor sich geht, aber... Was haben wir getan? Oh. Oh. Ip. Oh, nun, ich bin mir nicht sicher, was passiert ist. Aber du musst sicher ganz schön besorgt gewesen sein. Das tut mir leid, Ip. Oh, das ist süß. Irgendwie schon. Nun. Ich... Was? Ich würde gerne sagen, wir müssen uns anstrengen oder müssen weiter oder so, aber... Ich habe irgendwie ein bisschen meine Erinnerung verloren. Ich kann nicht alles... Ich kann mich nicht an alles erinnern, was ich getan habe. Also... Du musst dich nicht wirklich erinnern, oder? Doch, stimmt, oder? Ja. Am Ende sind wir doch wieder zusammen. Ich denke, das ist wahr. Aber ich fühle mich... Ich habe das Gefühl, als würde ich irgendwas sehr Wichtiges vergessen. Ich frage mich, was es war. Jedenfalls, lasst uns weiter. Wir haben ein paar Treppen gefunden. Nun gut. Dann sollten wir unser Bestes tun. Wieso habe ich das Gefühl, dass er vergessen hat, dass sie nicht echt ist? Ja. Ich glaube, Mary will wirklich echt sein. Ja. Oh, schön. Wo sind wir eigentlich? Ach, oben rechts, ne? Genau. Hier. Irgendwie sieht das komisch aus. Aha.
kotzende Fische. Mary, du hast was fallen lassen. Hä? Diese Rose. Fass das nicht an! Mary, was ist das da, was du in der Hand hältst? Gib sie zurück! Warte, Mary... Fass sie nicht an, das ist meine Rose. Warte, halt das von mir weg. Ups. Mary, es ist, wie es ist, wie ich es mir dachte. Ib, hör mir zu. Jetzt erinnere ich mich. Ich sah dieses Porträt von Mary in der Kollektion von Gortanas Arbeiten. Oder Werken. Du magst es mir vielleicht nicht glauben, aber Mary ist kein Mensch. Sie ist genauso wie die anderen gemahlenen Frauen, die hinter uns her waren. Ich denke, sie ist eine andere Arbeit von ihm. Ich habe nicht genug Zeit mit ihr verbracht, um es wirklich zu bemerken, aber es ist gefährlich, mit ihr zusammen zu bleiben. Es ist unglücklich, aber wir müssen sie da lassen. Warum habe ich nur... Diese Rose, sie sieht real aus, aber irgendwas. Aber sie ist ein Fake. Entschuldigung. Ah, schon okay. Mary bewegt nicht einen Muskel. Warum habe ich nur das Gefühl, dass es eine richtig beschissene Idee ist, sie zurückzulassen? Ja, das denke ich mir auch, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, dass sie wirklich nett ist und jetzt wird sie zum Monster mutieren. Ja, weil ihre Freunde sie verlassen haben. Gary, was hast du nur getan? Wo müssen wir hin? War das? Wahrscheinlich müssen wir jetzt darunter, wo das Gas war. Ich hab eine ein beschissenes Gefühl. Scheint, als wenn da die Treppen runtergehen. Gut, Ib, tritt zurück. Wie gut, dass wir unser Muscleman haben. Oh! Phew. Wie viele Statuen habe ich heute schon verschoben? Oh Mann, lass uns gehen. Mary. Ich will Mary auch nicht zurücklassen. Die war so nett. Anfang hast du gesagt, du traust dir noch weniger. Ist klar, aber jetzt, wo man ja die Wahrheit über sie weiß, sie will halt unbedingt dazugehören, ein Mensch sein. Ja, also am Anfang war es ja nun wirklich so, da konnte man ihr nicht trauen, aber mittlerweile, wenn man mehr erfahren hat... Sie scheint ja kein schlechtes Seelchen zu sein, hat Gary jetzt gerade extreme Scheiße gebaut. Ja. Oh. What? Shooting Star! Warum habe ich nur das Gefühl, dass Mary eigentlich der Schlüssel zu allem ist? Das könnte sein. Ich glaube, dem muss man ausweichen. Ja, ich bin dran. Sketchbook. Also, das ist irgendwie ein sehr starker Wandel der Atmosphäre. Aber nichts, was wir nicht handeln können. Lass uns gehen, Ib. Ja. Das Handeln so eingedeutscht ist. Handhaben. Ja. Ein Bücherregal. Das sind alles Geschichtsbücher, also Stories. Das ist auch noch... Was ist das denn? Nix, eine Uhr. Die Uhr tickt nicht. Das ist sehr strange. Ich finde den Wandel der Atmosphäre ein bisschen gruselig. Ich auch, vor allen Dingen, weil irgendwie alles gemalt ist. Ja. Hat Mary nicht gesagt, sie malt gerne mit Buntstiften? Oh. Mhm. Ja, hat sie. Und sie wäre ziemlich gut. Und warum sieht dieses Mädchen so unheimlich aus? Ach, das ist kein Mädchen, das sah gerade aus wie so ein Mädel. Die Pink hier ist. Und sie hat gesagt, sie mag Pink.
Der pinke Schlüssel ist immer in der Spielzeugtruhe verschlossen. Die Spielzeugtruhe? Ich denke, das ist ein Schlüssel. You don't say. Lass ihn uns finden! Ip. Ein Bulletin Board, also Nachrichten Board. Hier waren wir schon. Es ist sehr unheimlich hier. Aha. Es ist verschlossen. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass Mary mir irgendwie auf den Leim geht. Ja, durchaus verständlich. Down to Gallery. Runter zur Galerie. Warum habe ich schon das Gefühl, dass die Dinger mir holen? Ein Häschen. Irgendeine Art von roter Frucht. Das sieht aus wie ein Kleiderständer. Ja. Ja, ich glaube, das ist ein Kleiderständer. Ein Stoffhase. In Pink. Ein Eimer. Wir haben einen Eimer erhalten. Juhu! Was für... Ich hab's gewusst, Gary, du Vollpfosten. Oh, oh. Wo seid ihr? Ich will es bitte nicht eine permanente Verfolgerin haben. Vor allem, sie hat das Messer draußen, oder? Ja. Sag mir nicht, das war... Sie ist hinter uns her. Was erwartest du auch anderes? Oh Gott, jetzt bin ich im Adrenalinrausch. Das ist überhaupt nicht gut. Es sei denn, es ist nur geskriptet, dass sie zu bestimmten Zeitpunkten... Die Tür ist gefroren. Es sei denn, sie kommt nur zu ganz bestimmten Zeitpunkten, die geskriptet sind. Ich hoffe nicht, dass er als Verfolgerin geskriptet ist. Weil das wäre übelst scheiße. Hau ab, Mücke. Wo könnten wir bitte den Container benutzen? Was steht denn da drin? Bucket! Ein Eimer für Kinder! Kann mit Wasser gefüllt werden. Don't please. Warum? Warum? Was passiert, wenn ich... Ich finde persönlich auch die Musik sehr creepy. Ich auch. Ich meine, es ist schön gemacht. Ohne Zweifel. Aber bitte, bitte, bitte lass sie keine Verfolgung geskriptet haben. Nicht. Ich hasse das. Also scheint ja nicht so, ansonsten wäre da bestimmt schon so die liebe Mary hinter uns aufgetaucht oder so. Oder nicht? Ich bin trotzdem noch sehr skeptisch bei der Sache. Das wäre ich natürlich auch. Wir haben keinen Weg mehr raus. Super toll. Juhu. Das sind neue Storybücher. Was müssen wir wohl machen? Ich hätte es eigentlich erwartet, dass sie vor der Tür steht. Ja, das dachte ich mir auch. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Das lag. Und da stand ja irgendwas mit Toy, aber wir können nirgendwo hin. Haben wir wieder irgendwas übersehen? Und die machen mir Aua. Nein. Okay. Sie machen mir keine Ohr. Ein Schmetterling. Der ist frozen over. Irgendwas müssen wir übersehen haben. Ah. Also da ist auf jeden Fall noch ein Schild. Direkt hier. Butterfly Park. Und sind wir in das Haus kopfübergegangen? Ja, ne? Ja. Zur Gallery geht's runter. Das ist verschlockt. Vielleicht sollte ich wieder in das andere Haus gehen? Bulletin Board. Aber da gibt's ja auch nichts Interessantes. Ah ne, da waren wir ja schon. Ich wollte ins Kopfüberhaus. Ich bin sehr beunruhigt im Moment.
Nicht nur du. Wobei beunruhigt noch nett ausgedrückt ist. What we have to do? Was sollen wir mit dem Eimer machen? Irgendwie komme ich hier nicht weiter. Es ist auch irgendwie scheinbar nicht so leicht. Ne, ich stelle mich mal. Ich stelle mich mal in die Ecke, mach Pause. Okay. Bis gleich. So, wir gucken. Wir haben geguckt, Gucki Gucki gemacht. Ich muss schon wieder. Ach komm. Ja. Wo wir hin müssen. Ja. Und zum Glück ist unsere gute alte Mary nicht geskriptet, also nicht auf Verfolgung geskriptet. Divi hat gemeint, dass sie vielleicht einfach nur nach uns sucht und das Messer einfach nur dabei hat, um sich zu schützen, weil sie alleine ist und uns eigentlich nichts Böses will, aber das können wir nicht wissen. Richtig. Ein Teich, wir fühlen erstmal das Wasser. Das Wasser ist lauwarm. Stare into the water. Ip, pass auf, dass du nicht reinfällst, während du Brain AFK wirst. Wir füllen den Eimer mit Wasser. Und zwar gibt es unten eine Knospe, die nicht geblüht hat. Richtig. Genau da, da ist er. Und er wird, ja, der Weg zurück ist weg. Eine Tulpenknospe. Oh. So, und was haben wir jetzt damit erreicht? Guck sie dir an. Okay. Ah, da ist etwas in der Tulpe drin. Ah, stimmt, der Gallery Key. Okay, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Aber wir können auf jeden Fall in die Galerie ran und hoffen, dass uns Mary nicht sieht. Das sind wir. Ja. Das sind zur Hölle, das sind wir. Pandoras Box. Oh Gott. Das ist sehr krank. Creepy, ja. Pandoras Box. Pandoras Box bedeutet nie was Gutes. Nein. Eine Box. Pandoras Box bedeutet nämlich meistens Weltende. Pandoras Box, ha? Huh? Wir haben natürlich keine andere, oder? Weiß ich nicht. Du bist dran. Ja, vielleicht sollten wir sie nicht öffnen. Wir müssen. Was haben wir getan? Ich frag mich, was das alles war. Ah, da ist etwas in der Box. Little Mirror. Ein Spiegel. Nun, lass uns einfach hoffen, dass es Hoffnung ist. Was ist geschehen? Hat sich hier nicht irgendwie was verändert? Ja, dieser eine Schmetterling da ist irgendwie hässlich. Ach, ich will ihn erwischen. Dieser Schmetterling hat ein Augenmuster auf sich. Ich will speichern. Pandoras Box. Wir haben einen Spiegel bekommen. Was können wir mit dem Spiegel machen? Vielleicht können wir das Frostgedöns wegmachen, wie auch immer. Habe ich mir auch gedacht. Was ist das denn? Ach, das ist die Sonne! Es ist warm in dem Sonnenlicht. Wir reden erstmal mit Gary. Ich muss sagen, wir sind zu zweit schon einen ganz schön langen Weg gegangen. Ich frag mich, wann wir hier rauskommen. Meine Füße werden langsam rau, trocken, gedünnt. Put down the mirror. Ah, das Eis ist geschmolzen von der Tür. Aha, du hast das Sonnenlicht reflektiert. Nicht schlecht. Shabby. Ja, es wird irgendwas in die Richtung heißen. Mimimi. Au.
Start. Au. Nur wo ist der Start? Ich finde das Ticken irgendwie hässlich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Ticken immer lauter wird. Aua. Wir sterben gleich. Ja. Ich verstehe das nicht gerade. Du? Wir müssen uns das gleich nochmal genauer angucken, glaube ich. Mhm. Wir haben die Büchse geöffnet. I think. Ja. Okay. Ja, haben wir. Ah, verdammt. Verdammte! Du schaffst es! Not bad. Das hier ist auf jeden Fall der richtige. Ja. Start. Auge. Ich raff das gerade nicht so. Du? Ich denke, das ist einfach nach dem Try-and-Error-Prinzip, was wir hier gerade machen müssen. Wobei, nein, ist es nicht. Wir machen einen Schnitt, weil die Zeit ist wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut. Bis gleich.